Hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal von Astromonie, in Harmonie mit den Sternen, in Harmonie mit dem Leben. Heute zum Thema Pluto im Wassermann, eine Chance, aber für wen? Pluto ist am 21. Jänner zum zweiten Mal in den Wassermann gegangen. Er wird im Laufe des Jahres wieder kurz zurücklaufen in den Steinbock und am 19. November endgültig ins Zeichen Wassermann wechseln. Und damit wird er die Sonnen von bestimmten Menschen berühren. Er wird Transite bilden. Und sogenannte Transite, sogenannte Übergänge, laden natürlich ein, sich mit bestimmten Themen zu befassen. Welche sind das für Pluto? Und nachdem Pluto ca. 20 Jahre im Wassermann bleiben wird, für wen ist denn das überhaupt spannend? Welche Sternzeichen sind angesprochen? Welche Daten, welche Geburtsdaten durch das Jahr sind denn hier gemeint? Mit diesen Fragen werden wir uns in diesem Video beschäftigen. Beginnen wir mal mit dem Übergang von Pluto in den Wassermann. Ich habe hier das Datum rausgesucht, 21. Jänner 2024, 2.26 Uhr früh, ist Pluto, wie ihr hier seht, das ist das Pluto-Symbol in meinem Astrologieprogramm, ich sage immer der kleine Tennisball, auf 0 Grad 00 Wassermann gelaufen. Also das ist dieser Übergang gewesen. Da hat er, wie gesagt, zum zweiten Mal, er war voriges Jahr schon einmal im Wassermann, in den Wassermann rübergeschaut. Dann wird er heuer am 2. Mai, das ist unser nächstes Horoskop hier, seinen Höhepunkt erreichen auf 2 Grad 6 Wassermann und wird dann umdrehen. Umdrehen bedeutet, die Bahnen der Planeten laufen ja ineinander. Also sie treffen sich nicht, aber die Erde ist auf jeden Fall der Sonne näher als der Pluto, der am weitesten außen ist in unserem Sonnensystem. Und damit sieht es so aus, wenn wir auf der Erde den Pluto überholen, dass der zurückläuft, was er natürlich nicht tut. Aber wir sprechen in der Astrologie von einer Rückläufigkeit. Und das ist hier gewissermaßen nur sein momentaner Höhepunkt. Ab dem Datum dreht er wieder um. Und hier ist dann, habe ich auch dargestellt, eben am 19. November der endgültige Übergang. Der endgültige Übergang in das Zeichen Wassermann. Ab da bleibt er drin. Wie gesagt, rund 20 Jahre. Und jetzt macht Pluto rein optisch einen Übergang auf bestimmte Sternzeichen und zu Menschen, die an bestimmten Daten geboren sind. Und bevor wir uns damit beschäftigen, fragen wir uns mal, wofür steht Pluto überhaupt? Pluto steht für Bündnisse, Pakte, Verträge, sich einlassen, intensiv werden, auch meine Vorstellungen von mir, vom Leben, von anderen. Das ist das Thema, das Pluto mitbringt. Und hier lädt er ein, zu hinterfragen. Pluto tut nichts. Pluto zeigt nur, es kann günstig sein, mit diesen Themen sich zu beschäftigen. Welche Einstellungen, die ich vielleicht auch von mir selbst habe, welche Vorstellungen, die ich von mir selbst habe, sind noch passend? Welche sind gut für meine Entwicklung und vielleicht welche neuen sollte ich entwickeln? Jeder Übergang eines der langsamen Planeten fordert immer dazu auf, Bestehendes zu hinterfragen und möglicherweise Neues einzugehen. Also es kann auch sein, dass es hier darum geht, sich zu verpflichten zu einem Menschen, zu einem Unternehmen, zu einem Arbeitsplatz, zu einer Selbstständigkeit, zu einem Hobby, zu einer Idee, wozu auch immer.
Das sind die Einladungen von Pluto, also welche Themen in Richtung Verträge, Bündnisse, Pakte, Vorstellungen und Perfektionsansprüche sind überholt und sind daher zu lassen und welche neuen sind möglicherweise aufzunehmen. Beim Lassen nur noch eine Anmerkung: Pluto, Hades, der Gott der Unterwelt, hatte für mich ein sehr modernes Motto. Das Motto würde man heute so übersetzen mit Deal ist Deal. Das heißt, wenn ich mich einmal auf etwas, jemanden, eine Idee, eine Vorstellung eingelassen habe, kann ich mich, wenn es um Pluto geht, nicht einfach umdrehen und gehen. Wenn ich also meine, es ist etwas, wozu ich mich einmal bekannt habe, worauf ich mich eingelassen habe, oder ein Mensch, oder ein Unternehmen, oder was auch immer, zu verändern, dann sagt Pluto natürlich, okay, dann brauchen wir aber eine Lösung, eine Art Lösungsritual. Ob das ein Gespräch ist, ob das eine Wiedergutmachung ist, ob das ein letztes sich engagieren ist, ist im Einzelfall zu klären. Das ist mir nur wichtig, weil Pluto sonst so ein bisschen gehandhabt wird, naja, gehe ich halt und lasse ich halt. Nein. Das sind also die Themen, die Pluto bereithält. Für wen jetzt? Und ich habe das hier dargestellt. Pluto ist jetzt außen. Warum ist er außen? Weil ich eben ein Transite-Horoskop hier einblende, wo eben ich alles andere weggeschalten habe zur besseren Sichtbarkeit, damit man es besser erkennt. Ihr seht, innen habe ich eine Sonne im Wassermann. Dieser Kreis mit dem Punkt hier innen ist das Symbol für die Sonne und die steht in meinem Beispiel auf 0 Grad irgendwas im Wassermann. Ich habe ein beliebiges Beispiel gewählt und der Pluto steht im Außen. Und das ist so ein sogenannter Transit. Der Pluto läuft quasi außen vorbei und in meinem Beispiel wäre das innen eine Sonne von jemandem, der eben am Anfang Wassermann geboren ist. Und die am Anfang Wassermann geborenen, das ist circa 20. bis 23. Jänner jedes Jahr, circa verschiebt sich im Jahreslauf mit Schaltjahren und so weiter. Aber circa dieser Zeitraum und diese Menschen sind jetzt vom Sternzeichen her eingeladen, sich mit den vorgenannten Themen zu beschäftigen. Da steht Pluto auf der Sonne und stellt genau diese Fragen. Und hier ist eben die Einladung, beschäftige dich damit, geh drauf zu, nimm dir etwas Zeit, geh vielleicht in den Keller, Pluto, Herr der Unterwelt, geh ins konzentrierte Auseinandersetzen mit diesen Fragen, fokussiere dich drauf, meditiere eventuell drüber. Immer wieder mal in dieser Zeit. Für diese Menschen ist es circa jetzt 2, 2,5 Jahre immer wieder, nicht permanent, aber immer wieder interessant, sich mit diesen Fragen zu befassen. Dann natürlich gibt es bei den Transiten ein sogenanntes Quadrat. Das sind 90 Grad Abstand. Das betrifft alle, die hier Anfang Stier geboren sind. Ja, ich habe hier jetzt beliebig ausgewählt. Ein Horoskop Anfang Stier am Datum 20. April. Also es ist circa 20. bis 22., 23. April. Das sind die Menschen, die sich besonders mit diesen Fragen beschäftigen sollten. Warum? Stier neigt dazu und hat die Aufgabe auch, halten, bewahren, Zugehörigkeit, Loyalität. Und Pluto stellt die Frage, welcher dieser Loyalitäten, welche Themen dieses Festhaltens sind denn noch aktuell? Die nächsten, die hier angesprochen sind, das sind die Menschen mit Löwesonne. Da steht der Pluto gegenüber. Ihr seht den roten Strich, der hier durchgeht. Also ist circa 22. Juli. Ich sage immer, das ist 22., 23. Juli bis 25. Juli, bitte hier nicht so festnageln. Diese Menschen sind eingeladen, sich ebenfalls mit diesen Themen zu beschäftigen. Weil der Löwe natürlich in seiner Schaffenskreativität, die er gerne entwickelt,
manchmal auch dann übersieht, hoppala, da sind ja auch andere oder Themen, die noch an mir dranhängen, die vielleicht zu überdenken sind. Und die vierten, die natürlich besonders eingeladen sind, sind die Skorpione. Warum besonders? Weil Skorpion ist ja eigentlich das Zeichen von Pluto. Und Skorpione sind ja mehr oder weniger mit diesem Thema ihr Leben lang konfrontiert. Und ein Quadrat, ähnlich wie beim Stier, habt ihr das gesehen? Ein Quadrat hierüber ist ein Aspekt, der auch eine Strukturierung erfordert. Der sagt, okay, was ist denn noch aktuell, was ist noch deins und was ist zu lassen? Und Skorpione haben ihr Thema meistens mit Zusagen oder Bündnisse, die sie eingegangen sind, wiederzulassen. Also das ist die vierte Konstellation. Sonne, Wassermann, da läuft der Pluto genau über die Sonne. Sonne, Löwe steht gegenüber. Und bei Sonne, Stier und Sonne, Skorpion ist es eben ein Quadrat. Und das kann manchmal auch etwas Anstrengung erfordern. Wobei ich sehr häufig mit lieben Menschen spreche, die sich mit diesen Themen aktiv befassen. Und die sagen mir dann auch bei Quadraten, ne, ist nicht so anstrengend, wenn man sich darauf einlässt. In diesem Sinne, eine gute Zeit, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao.